Hier ist Epochentrotter, euer Podcast für Geschichte und Geschichtsbildung. Mächtiger Herrscher des Reichs, dem Cäsar den Namen gegeben Otto, der du durch göttliche Gnade des ewigen Königs strahlest im Glanze des Zepters, das nur Auguste geführet, doch vor den anderen allen mit Liebe und Treue vorangehst, den viel ringsum wohnende Völker verehren und fürchten und das römische Reich mit mancherlei Gaben erfreuet, achte gering nicht dieses Gedicht als kleinste der Gaben, sondern es möge genehm dir sein die Spende des Lobes, die dir die letzte des Chores der Gandersheimer entrichtet, die einst hierher berufen die Liebe verewigter Ahnen und uns dir hat verbunden zu immerwährenden Diensten. Damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Epochentrotter. Am 7. Mai 973 starb Otto der Große, dem auch dieses Eingangsgedicht gewidmet ist. Entsprechend feiern wir in diesem Jahr das 1050. Todesjahr dieses Herrschers und haben uns dazu auch wieder Unterstützung aus Magdeburg geholt, denn Magdeburg hat ja eine durchaus enge und lange Beziehung bzw. Geschichte mit diesem Herrscher. Und so freuen wir uns in dieser Folge zum einen wieder Herrn Dr. Sascha Büto begrüßen zu dürfen. Hallo. Und er hat heute noch weitere Verstärkung mitgebracht in Form von Frau Zender. Hallo. Hallo. Die beiden Kollegen aus Magdeburg haben eine Ausstellung konzipiert, kuratiert, die unter dem Titel läuft: Welche Taten werden Bilder? Otto der Große in der Erinnerung späterer Zeiten. Mit dieser Ausstellung werden wir uns gleich natürlich auch nochmal etwas genauer auseinandersetzen, aber wie ihr Epochentrotter typisch schon ahnen könnt, wollen wir uns auf der einen Seite ein wenig mit dem Leben von Otto dem Großen auseinandersetzen, aber ganz klar wieder in den Fokus stellen, welche Geschichtsbilder sich denn eigentlich zu diesem Otto überliefert haben, und da bildet die genannte Ausstellung natürlich auch einen sehr schönen Bezugspunkt, denn auch sie stellt eben diese Geschichtsbilder und auch die Geschichtsbilder zu den Frauen an Ottos Hof bzw. in Ottos Leben in den Mittelpunkt. Bevor wir nun inhaltlich vollends einsteigen, dürfen sich unsere Gäste natürlich nochmal wieder kurz vorstellen. Den Herrn Büto kennt ihr ja bereits, aber vielleicht mag er trotzdem noch ein, zwei Worte zu sich verlieren. Vielleicht hat sich seit dem letzten Mal in seinem Leben ja auch etwas verändert. Naja, so sehr viel hat sich nicht verändert. Also wie 2018 arbeite ich immer noch in Magdeburg am Zentrum für Mittelalterausstellung. Allerdings nun mit anderen Themen. Den Otto haben Sie ja schon erwähnt, aber so eine große Konstante bildet immer noch das Magdeburger Recht, zu dem wir ja noch keinen Podcast gemacht haben. Vielleicht bietet sich das auch mal irgendwann an. Aber ja, wir sind immer noch ganz klar befasst mit großen Vermittlungstätigkeiten ins Land hinein, aber natürlich befassen wir uns auch des Öfteren mit größeren Themen, wie eben auch jetzt hier mit der Geschichtsschreibung zu Otto, aber eben auch seinen Wirkungskreis in Sachsen-Anhalt. Und jetzt habe ich so ganz uncharmant angefangen. Eigentlich hätte ja meine liebe Kollegin Frau Zender sich hier mal als erstes vorstellen müssen, aber ich gebe gerne jetzt an Frau Zender mal ab. Kein Problem, dann mache ich weiter. Mein Name ist Sascha Zender und ich arbeite seit August 2022 beim ZMA, Zentrum für Mittelalterausstellungen, wo Herr Büto auch wissenschaftlicher Mitarbeiter ist. Er als Historiker und ich als Kunsthistorikerin. Und mit der Ausstellung Welche Taten werden Bilder bin ich verbunden, weil ich damals, als die Ausstellung vorbereitet wurde, als wissenschaftliche Volontärin beim Kulturhistorischen Museum Magdeburg gearbeitet habe. Und zusammen mit Dr. Gabriela Köster und Dr. Klaus-Peter Hasse durfte ich die Ausstellung vorbereiten. Und jetzt im Projektjahr des Kaisers Letzte Reise bin ich natürlich auch noch mit der Ausstellung eng verbunden. Ja, Herr Büto, Sie haben natürlich vollkommen recht, was die Knicke-Gewohnheiten angeht. Ich hatte Sie jetzt vorgezogen, weil die Hörerschaft Sie ja doch schon kennt. Otto der Große ist
uns ja nicht zuletzt bekannt durch die Schlacht auf dem Lechfeld 955 gegen die Ungarn. Er führt auch die Unteilbarkeit des Königstums ein und gilt damit in gewisser Weise als Begründer des Deutschen Reiches, was dann später auch nochmal relevant sein sollte. Und er gründet 968 das Erzbistum in Magdeburg. Da kommt natürlich auch der starke Bezug ihres Hauses zu diesem Herrscher her, denn das Kulturhistorische Museum in Magdeburg hat ja schon die ein oder andere Otto-Ausstellung in den letzten Jahrzehnten kuratiert und umgesetzt. Und heute wollen wir, wie gesagt, einen Blick auf die Geschichtsbilder Ottos werfen, wobei wir vielleicht erstmal einsteigen mit Ottos Geschichtsbild unter den Zeitgenossen oder insgesamt im Mittelalter. In welcher Form sind uns denn die Taten des Ottos überliefert und welches Bild zeichnete das Mittelalter von Otto? Naja, dann werde ich mal einsteigen. Also das ist natürlich eine recht breite Frage. Ich glaube, so den Zeitgenossen oder den Menschen unserer Tage ist Otto durch verschiedene Dinge ja durchaus präsent. Allen voran vielleicht durch Rebecca Gablés großes Buch oder Bücher, muss man ja vorrangig sagen, die sie ja zu dem Themenfeld Ottonen auch geschrieben hat. Vielleicht ist Otto einem aber auch bekannt durch Magdeburg selber, durch das große Stadtmarketing, das setzt ja vollends auf Otto. Also ich gehe jetzt mal ein Beispiel an, auf den Müllautos in Magdeburg steht so sehr schön, Otto Mark ist sauber. Also das bezieht sich auf der einen Seite natürlich auf den großen Otto, auf der anderen Seite aber auch auf Otto von Guericke. Also schlussendlich das Stadtmarketing in Magdeburg hat diese beiden Figuren schon für sich auch entdeckt. Aber wir finden ja Otto auch letztlich in großen Geschichtsdokumentationen, die ja sehr populär laufen, etwa die Deutschen, das werden die Hörer und Hörerinnen auch kennen, bis hin in den Schulunterricht ist das ja sehr populär. Und ja, wenn wir heute uns mit Otto befassen, so ist das, denke ich, auch ein bisschen unterschiedlich zu dem, wie es dann so im 19. Jahrhundert oder auch im Mittelalter passierte. Heute muss man sagen, Otto wird ja gerne auch als großer König gesehen, auch Kaiser gesehen, der letztlich ja auch die Völker zum Beispiel zusammenbrachte mit seinen beiden sehr großen Hoftagen, die noch zum Anlass seiner letzten Reise passierten in Quedlinburg und in Merseburg, wo wir dann genau wissen aus den Quellen heraus, da waren also viele verschiedene Gesandtschaften aus großen Teilen Europas oder der damals bekannten Welt, Byzanz, slawische Reiche, Dänemark, ja, Italien, alle hatten sozusagen Gesandte dahin geschickt und er scheint uns heute als ein großer Fundator letztlich auch dieser deutschen Geschichte. Das ist ja nach wie vor letztlich so, dass er im Grunde auch am Anfang einer langen Reihe von Königen und Kaisern steht, die dann die Geschicke auch des Reiches, was wir dann später unter dem Heiligen Römischen Reich deutscher Nation kennen, prägte. Aber wenn wir jetzt zurück ins Mittelalter schauen, da ist dann schon interessant, was Sie gerade anmoderiert haben. Also er wird gerne als großer Gründer des Erzbistums Magdeburg gesehen. Das hat natürlich vorrangig in Magdeburg, aber auch in der Region Sachsen eine große Tradition. 967-68 begründet. Das war ihm ein Herzensanliegen, aber auch schon mit Blick auf die Gebiete jenseits der Elbe. Das ist dann ein zweites großes Moment, mit dem Otto hier verbunden wird im Mittelalter, also seine große Richtung, die Slawen zu missionieren, dieses Gebiet zu erobern. So wird Otto dann etwa bei Helmold von Bosau erinnert, als großer Fundator auch einer nach Osten gerichteten Siedlungstätigkeit. Oder Sie haben ja auch schon den Podcast, in dem ich schon mal hier sprach, angesprochen, also auch bei Norbert von Zanken zum Beispiel. 1133 wird Otto in einer großen Papsturkunde genannt, indem er dort also auch als Argument gegeben wird, das Gebiet jenseits der Elbe geistig und ja religiös auch mit allen Strukturen der Kirche zu erobern. Und das unterscheidet sich natürlich enorm auch dann von dem, was wir so im 19. Jahrhundert kennen. Da wird Otto im Sinne einer Nationenbildung vor allem erinnert. Ja, und das findet sich sehr schön dann auch in der Magdeburger Ausstellung wieder mit großen anschaulichen Bildern, zu denen aber eher dann meine liebe Kollegin was sagen kann.
im Laufe des Podcasts. Ja, also die Ausstellung, die zeigt vieles davon, was Herr Büthow schon angesprochen hat. Wir haben uns vorgenommen, die Bilder, die wir seit dem Mittelalter bis heute über Otto den Großen und vielmehr über die Taten Ottos des Großen gefunden haben, in eine thematische Sortierung zu präsentieren. Also die Bilder folgen keineswegs chronologisch, sondern wir haben einzelne thematische Blöcke. Und vom Anfang an ist es uns klar geworden, dass hier nicht nur Otto im Fokus stehen soll, sondern genauso sehr oder naja, fast genauso sehr auch die Frauen um Otto herum. Das sind einmal seine Verwandten bzw. Frauen und einmal eine herausragende Persönlichkeit, Roswitha von Gandersheim, die Kanonissin. Und neben den beiden Gemahlinnen, Editha und Adelheid, haben wir Theophanu als wichtige ottonische Frau, als Schwiegertochter Ottos des Großen, die Mutter Mathilda, die Schwester, die Tochter. Und wir haben nach diesem Frauenblock, was gleich am Anfang der Ausstellung kommt, weitere Einheiten. Otto als Stifter und Gründer wird präsentiert. Ein weiterer Block ist den Heldentaten Ottos des Großen gewidmet, wo er überwiegend als Feldherr auf dem Schlachtfeld gezeigt wird. Aber auch andere Herrschertugenden von ihm stehen im Fokus der Ausstellung. Eher mildere Tugenden, könnte man vielleicht sagen. Und die Ausstellung schließt mit einem Ausblick, wo wieder nicht Otto der Große im Fokus steht, sondern andere europäische Herrscher, mehr oder weniger seine Zeitgenossen. Und damit wird vermittelt, dass diese Fokussierung auf das Mittelalter im 19. Jahrhundert, aber auch zu unterschiedlichen Zeiten der Geschichte, nicht nur hier, sondern auch in anderen Ländern Europas eine wichtige Sache war. Und dann hat man auch in anderen Herrscher oder in anderen Ländern Herrscher genommen, die am Anfang der Geschichte der jeweiligen Länder standen, also Gründen der Königreiche eben waren und vieles mit der Christianisierung zu tun hatten. Bevor wir noch ein bisschen auch über die Konzeption Ihrer Ausstellung sprechen wollen, die Frage, die vielleicht die größte und drängendste sein könnte, warum jetzt ausgerechnet Otto den Ersten bzw. Otto den Großen für eine neue Ausstellung wählen? Ist ja schön und gut, dass das einen Magdeburg-Bezug hat, aber da steckt doch bestimmt noch viel mehr dahinter. Wie anfangs schon angesprochen wurde, der 1050. Jubiläum des Todestages stellt schon mal einen Anlass dar. Und das war eine steile Vorlage sozusagen hier in Magdeburg, weil wir eine Vorgeschichte, wie es auch schon angesprochen wurde, haben. Es fanden schon drei wichtige Ausstellungen zu Otto dem Großen statt, 2001, 2006 und 2012. Also Otto der Große, seine Zeit und dann auch die ottonische Dynastie und auch die Grundlagen seines Kaisertums wurden schon oder waren schon Thema von Ausstellungen, großen Ausstellungen. Man könnte vielleicht sagen, wirklich gigantischen Ausstellungen. Im Vergleich zu diesen Ausstellungen ist die jetzige Präsentation sehr, sehr überschaubar. Und dieser Anlass nutzte man, um ein bisschen auch eine gewisse Forschungslücke zu schließen, weil die Wirkungsgeschichte Ottos des Großen bisher, also in Ausstellungen auf jeden Fall nicht thematisiert wurde, aber auch vielleicht in der Forschung ein bisschen kurz kam. Und 2022 wurde vom Zentrum für Mittelalterausstellungen eine große Tagung organisiert, was nicht nur die Ausstellung, sondern insgesamt das ganze Projektjahr des Kaisers Letzte Reise, das Netzwerkprojekt, vorbereitet hat. Und das war eine sehr wichtige und schöne Grundlage für diese Ausstellung. Und damit konnte sozusagen ein gutes Thema auch für die Ausstellung gefunden werden. Und diese Wirkungsgeschichte, wie wir festgestellt haben, hat, oder die Fokussierung auf die Wirkungsgeschichte hat als Ergebnis wirklich viel mehr zutage gebracht, als wir vielleicht am Anfang erhofft haben. Weil Otto der Große tatsächlich vielleicht nicht die allerwichtigste Herrscher, mittelalterliche Herrscher für die Mittelalterrezeption ist.
Und umso erstaunlich war es, wie viele Bilder wir dann letztendlich gefunden haben, die wir jetzt in Magdeburg ausstellen konnten. Und Otto und Magdeburg, genauso wie Sie das schon gesagt haben, das ist gewissermaßen immer aktuell. Und klang auch schon das dazugehörige Projekt des Kaisers Letzte Reise an. Also diese Ausstellung ist ja auch noch eingebettet in etwas mehr. Also da können Sie gerne auch noch ein paar Worte zu verlieren. Ja, also an diesem Projekt des Kaisers Letzte Reise arbeiten wir nun auch schon seit 2019. Damals sind verschiedene Kultureinrichtungen und ja, kulturelle Vermittler auf das Zentrum für Mittelalterausstellungen zugekommen, um an diesem Projekt zu arbeiten, also mit bewusster Zielrichtung 2023 zum 1050. Todestag zu Otto, also ein weit ausstrahlendes kulturtouristisches und kulturhistorisches Projekt in Sachsen-Anhalt umzusetzen. Und in der Tat, also die Magdeburger Ausstellung ist ein Versatzstück in diesem Projekt. Daneben beteiligen sich noch weitere Orte, auch in Magdeburg an diesem Jubiläum, also vor allem das Dommuseum Ottonianum in Magdeburg bietet ja auch mit seiner Dauerausstellung ein wichtiges Stück der Vermittlungsleistung der Magdeburger Geschichte und eben auch der Geschichte Ottos und des Domes in Magdeburg, der dann auch ein dritter Vermittlungsort ist. Warum? Weil dort natürlich die Grablege Ottos ist, die also 973 in Magdeburg eingerichtet worden ist. Nicht in diesem Dom, in dem Vorgängerbau, aber sie hat sich ja bis heute eben erhalten, diese Grablege. Und neben Magdeburg war es ganz klar, man kann eine solche Geschichte der letzten Reisekaiser Ottos ja nicht ohne weitere Orte erzählen, die er besucht hat 973. Das war unser Ankerpunkt letztlich. Also welche Orte hat er in Sachsen-Anhalt 973 kurz vor seinem Tode noch besucht? Und Magdeburg war sozusagen die erste Station zum Palmsonntag 973. Aber dann ging er schon in Richtung Quedlinburg, wo er dann Ostern gefeiert hat. Deswegen war für uns auch das ein wichtiger Vermittlungsort. Und dann ging es eben weiter nach Walbeck in einen Ort, der im Grunde heutzutage vielleicht gar nicht jedem was sagt, ein kleiner Ort bei Hettstedt, aber es war im Mittelalter ein sehr wichtiger Ort, weil dort ein Königshof lag, an dem Otto dann auch Rast machte. Dann ging es eben weiter nach Merseburg, auch das ist ein weiterer Vermittlungsort, den wir hier einbeziehen mit dem Kulturhistorischen Museum dort und auch den Vereinigten Domstiftern, die jeweils eigene Vermittlungsangebote dieses Jahr liefern. Und letztlich sein Sterbeort, auch den mussten wir natürlich mit einbeziehen. Memleben, das Kloster- und Kaiserpfalz-Museum dort vor Ort haben also auch eine Ausstellung dieses Jahr unter großer Beachtung schon am 7. Mai eröffnet und auch ein vielfältiges Vermittlungsprogramm gestartet. Ja, und darum herum stricken sich eben 2023 jetzt sehr viele verschiedene Themen und Ausstellungen, aber auch Vermittlungsangebote, museumspädagogische Angebote. Da gibt es also ein vielfältiges Programm. Und vielleicht ein Wort noch, das Ganze verbindet sich jetzt auch kulturtouristisch mit dem Jubiläum, mit dem 30. Jubiläum der Straße der Romanik in Sachsen-Anhalt. Also ein sehr erfolgreiches kulturtouristisches Programm und auch eine Vermittlungsleistung, die sich mit dieser Einrichtung verbindet. Denn, und das ist ganz schön, am 7. Mai 1993 ist diese Straße der Romanik eingerichtet worden, in bewusster Tradition eben zum Todestag Ottos, der auch am 7. Mai starb. Und dieses Jahr kommen beide Sachen eben sehr schön wieder zusammen. Und wir bespielen damit natürlich auch diese über 80 Orte entlang der Straße der Romanik. Ja, das zeigt schon, wie viel Planung da reingeflossen ist und wie durchdacht das Ganze auch von Ihrer Seite konzipiert wurde. Und das führt uns auch schon ein bisschen in die Ausstellung selbst und auch in die Thematik rund um Otto ein. Sie haben schon angesprochen, Frau Sender, dass es natürlich auch nicht nur um Otto geht, sondern um die Frauen um ihn herum. Vielleicht können Sie uns da ein bisschen mit Fokus auf diese Frauen durch die Ausstellung mitnehmen. Ja, gerne. Also die Frauen sind schon eingangs in der Ausstellung sehr, sehr wichtig. Wenn man in die Ausstellung geht, dann wird man ganz schnell auf eine Skulptur aufmerksam, eine Skulptur von Heinrich Apel. Das ist eine ganz schlichte Holzskulptur. In der Mitte sitzt Otto der Große. Auf beiden Seiten die Frauen, also Editha und Adelheid. Und also Heinrich Apel hatte bestimmte Vorbilder im Kopf,
man könnte davon ausgehen zumindest, denn seine Skulpturen erinnern an die Putzritz-Zeichnung im Dom und es ist eine ganz fast naive Darstellung der drei Figuren. Und links und rechts von dieser schlichten Skulpturen sind Projektionen zu sehen, wo Otto ebenfalls mit seinen beiden Gemahlinnen abgebildet ist. Die beiden Frauen sind aber nicht die einzig wichtigen Frauen in der Ausstellung, sondern einen gewissen Kontrapunkt gleich ein paar Schritte weiter stellt dann Theophano, die Schwiegertochter Ottos des Großen, dar. Ist gerade im 19. Jahrhundert eher eine negativ konnotierte Figur, die byzantinische Prinzessin, quasi die Ausländerin, könnte man auch sagen, und die Frau, die Otto den Zweiten von wichtigen Regierungsgeschäften abgehalten hat, ihn verspottet hat und so weiter. Sie hatte also keinen besonderen Ruf im 19. Jahrhundert. Also im Gegensatz zu Theophano erscheint die Mutter Mathilde doch eher im positiven Licht und auch die Tochter Ottos des Großen, die Äbtissin Mathilde. Interessant ist, dass im 19. Jahrhundert Frauen auch auf Wandbilder dargestellt werden. Also diese historischen Szenen werden dann in monumentalem Format dargestellt. Und gerade dieses Medium bietet auch Fläche für Szenen, wo auch diese Frauen auftauchen. Und wie ich eingangs schon erwähnt habe, eine Frau, die jetzt keine Familienmitglied im engeren Sinne mehr ist, die Kanonissin Roswitha von Gandersheim, ist auch eine sehr wichtige Figur. Sie verfasste mehrere Legenden und eine Gesta mit, also einen Tatenbericht sozusagen über Otto den Großen. Sie wurde in die Ausstellung aufgenommen, weil sie dort mit einer besonders interessanten Darstellung vertreten werden kann. Und zwar ihre Schriften wurden am Ende des 15. Jahrhunderts entdeckt von einem Humanisten, Konrad Zeltis. Und er brachte eine Neuausgabe dieser Roswitha-Schriften raus und ließ dieses auch illustrieren. Und darüber kann ich vielleicht später noch ein paar mehr Worte sagen. Ja, dieser Tätigkeitsbericht diente auch als Vorlage oder als Zitat am Eingang unserer Folge. Also einen kleinen Ausschnitt davon habt ihr bereits gehört. Und Frau Zender, Sie hatten jetzt bereits die verschiedenen Frauenfiguren vorgestellt, auch schon ein bisschen abgewogen, wer positiver oder wer negativer dargestellt wurde im 19. Jahrhundert. Wir wollen aber vielleicht nochmal auf die Frage zurückkommen. Otto hat so gesehen als vermeintlicher Gründer des Deutschen Reiches in dieser Phase des Nationalismus natürlich eine vermeintlich besonders wichtige Rolle. Sie hatten das schon ein wenig relativiert, dass er vielleicht gar nicht so der bedeutende Herrscher aus der Sicht des 19. Jahrhunderts war. Aber welchen Zweck hat man darin gesehen, nun die verschiedenen Frauenfiguren auch in diese monumentalen Darstellungen aufzunehmen? Also wo steckte da der Zweck dahinter, die abzubilden und in der Kunst und Kultur auch zu behandeln und zu verhandeln? Also Frauen, besonders die beiden Mathilden, die ich erwähnt habe, die hatten eher eine regional außerordentlich wichtige Bedeutung. Und auch diese Wandbilder kann man vielleicht mit der regionalen Geschichte eher verbinden. Dort sollten die monumentale Formate und diese Wandbilder eben identitätsstiftend wirken. Und die beiden Frauen, die Mutter Mathilde und die Tochter Mathilde, sie waren in Herford bzw. in Quedlinburg mit Stiftungen, mit Gründungen eben verbunden und dadurch verschafften sie sozusagen Otto dem Großen über ihren eigenen Ruhm einen besonderen Ruf. Also wenn man so will, dann ist es sozusagen ein indirektes Licht, ein indirekt positives Licht sozusagen auf Otto den Großen. Das finde ich sehr interessant, dass Sie das ansprechen und das erinnert mich natürlich als Medievistin direkt wieder an meine höfischen Romane, in denen die Frauen, wenn sie sehr, sehr positiv dargestellt sind, auch immer auf den Herrscher oder angehenden Herrscher ausstrahlen mit ihrer positiven
Aura sozusagen da übergreifen und den Herrscher dann aus sich heraus sozusagen auch zum Leuchten bringen. Also das überträgt sich quasi durch die Anwesenheit. Und das finde ich ganz spannend, wenn das hier eben auch so ist. Gibt es da in den Darstellungen Hinweise, also auf die Tugenden, die da auch von den Frauen versinnbildlicht werden? Oder ist das was, was man eher durch andere Quellen dann herauslesen kann? Ob man diese Tugenden wirklich als weibliche Tugenden so bezeichnen kann, ja, das ist, glaube ich, so eine Frage. Aber in diesen Darstellungen sind sozusagen die historischen Momente besonders exponiert. Und durch diesen religiösen Hintergrund der Bilder werden diese Stifterinnen ja vielleicht zu besonders weiblichen Gestalten, wobei da bei diesen Bildern auch sämtliche andere Eigenschaften mit einfließen. Also ein bisschen schwer zu sagen, muss ich sagen. Sie hatten schon anklingen lassen, dass Theophanu als byzantinische Prinzessin einen eher schwereren Stand hatte. Streng genommen Editha als englische Prinzessin und auch Adelheid von Burgund. Ja, da kann man sich jetzt drüber streiten, wie da damals die Grenzen gezogen wurden. Aber in gewisser Art und Weise hätten die doch auch als Ausländer, wenn man so möchte, tituliert werden können. Also spielt da auch automatisch so eine gewisse Ostfeindlichkeit mit oder welches Motiv ist da, kommt da zum Tragen, dass jetzt ausgerechnet Theophanu als byzantinische Prinzessin negativ gesehen wurde? Ich glaube, also was im 19. Jahrhundert durchaus eine Rolle gespielt hat, das war diese Stellung des Abendlandens, Morgenlandes, wo Theophanu natürlich sich sozusagen an der falschen Stelle befand. Und insofern diese negative Konnotation eigentlich erfahren hat. Wenn man jetzt auf diesen Abendland-Topos eingeht, den Frau Zender jetzt angesprochen hat, sowas lässt sich natürlich dann im 20. Jahrhundert sehr gut greifen, weil dort letztlich sich ja so etwas im übertragenen Sinne wie ein Abendland-Topos auch entwickelt. Also Theophanu, aber Otto erscheint zum Beispiel bei einer Schriftstellerin wie Gertrud Bäumer geradezu als Lichtgestalten der Geschichte. Und das in einer Zeit, in der es dann doch auch ja wichtige Impulse gibt, was die Stellung der Frau in der Gesellschaft des 20. Jahrhunderts angeht. Also vor diesem Hintergrund ist eine Frauenrechtlerin und Schriftstellerin wie Gertrud Bäumer schon bemüht zu zeigen, Otto hat eine burgundische Ehefrau, die hochgebildet ist, darüber hinaus sehr schön aussieht, ihn auch noch bildet. Das ist so zumindest die Deutung, die Frau Bäumer anbietet. Es bietet sich dann hier auch eine Verbindung ins Morgenland mit Theophanu, was also die Bedeutung der Herrschaft Ottos auch noch mal sehr deutlich unterstreicht. Und Frau Bäumer letztlich konstruiert Otto und Adelheid zum Beispiel im 20. Jahrhundert geradezu als kongeniales Paar, das zusammenwirkt in Sachen der Reichsgeschäfte. Also eine Frau wie Adelheid wird dann selbstverständlich eine Mitverantwortung für die Sachen des Reiches zugebilligt und letztlich Theophanu und Otto II werden da auch drin eingebettet. Also da sehe ich keine Negativkomponente, sondern es strahlt eher aus und bildet den Glanz für diese Herrschaft Ottos. Natürlich im Zeitbezug auf Frau Bäumer selbst, sie versucht damit natürlich eine ideale Partnerschaft zwischen Mann und Frau zu konstruieren und findet die Vorlage dafür gerade in dieser Ehe zwischen Otto und Adelheid. Und das Ganze macht es dann für sie gegenwartsrelevant, indem sie da doch ein anderes Bild verfolgt als etwa die Nationalsozialisten, die in der gleichen Zeit ja eher ein in das Heim führende Bild der Frau propagieren. Und da setzt sich Frau Bäumer mit dem Trick, in die Geschichte zu gehen, doch deutlich ab. Also das spiegelt sich da so in den Romanen, die sie uns hinterlassen hat, dann wieder. Wir haben, um den Ausstellungstitel aufzugreifen, jetzt bei den Frauen schon darüber gesprochen, welche Taten Bilder wurden, also unter anderem ja auch diese Stiftertätigkeiten. Und nun stellt sich natürlich auch in Bezug auf Otto die Frage, welche Taten wurden Bilder im 19. Jahrhundert. Sie hatten da schon anklingen lassen, dass er einerseits natürlich als Feldherr auch gesehen wurde.
gleichzeitig aber auch seine Tugenden hier und da hervorgehoben wurden. Er vielleicht gar nicht so sehr als Herrscher relevant war. Also führen Sie uns gerne ein wenig ein darin, welche Taten von Otto nun Bilder im 19. Jahrhundert wurden und entsprechend auch rezipiert wurden. Was mit Blick auf Otto zu beobachten ist, dass Bilder der Lechfeldschlacht tatsächlich in vielen Epochen durchgehend zu finden sind. Das ist vielleicht das Ereignis aus der Vita, was einfach jeden zu jeder Zeit fasziniert. Und dabei ist es auch sehr interessant, dass man bei diesem Ereignis tatsächlich so eine Art Entwicklung der Bildersprache oder Entwicklung der Darstellungstradition beobachten kann. Und deswegen ist vielleicht oder sind vielleicht ein paar Beispiele interessant an der Stelle. In der Frühneuzeit ist Otto der Große in Bilder der Lechfeldschlacht eigentlich kaum präsent. Der Fokus liegt nicht auf ihn. Er ist, wenn er überhaupt präsent ist, dann ist er eine nebensächliche oder man könnte sagen nebensächliche Figur. Im Mittelpunkt steht der heilige Ulrich, Bischof von Augsburg. Und ganz wichtig ist, dass die Ungarn sehr prominent dargestellt werden. Es ist auch die Zeit, wo die Türkenkriege stattfinden. Und das sind ausgerechnet die Ungarn, die gerne mal mit Turban und als Türken sozusagen dargestellt werden. Das ist halt umso interessanter, denn es waren gerade die Ungarn, die gegen die Türken zu der Zeit gekämpft haben. So, ja, also welche Ungarn werden Türken, könnte man wieder sagen. Und dann später im 19. Jahrhundert bekommt Otto der Große in den Bildern eine sehr prominente Rolle. Er ist dann die Hauptfigur. Und der Kontext dieser Bilder ändert sich natürlich auch sehr. Nach den Befreiungskriegen ist diese Bedrohung von außen durchaus noch eine realistische Erfahrung. Deswegen sind Schlachtenbilder natürlich nach wie vor sehr relevant. Doch diese Vision nach der Einheit und nach einer Persönlichkeit, die vereint, quasi diese Sehnsucht ist spürbar in diesen Bildern. Und eigentlich seit den 30er Jahren, also 1830er Jahren, sieht man Bilder der Lechfeldschlacht, wo Otto der Große triumphierend, fast wie in einer Apotheose, im Mittelpunkt des Bildes auf dem Pferde zu sehen ist. Und Ulrich, der Bischof Ulrich, die frühere Hauptfigur, wird dann zur Seite gerückt. Teilweise ist er auch gar nicht mehr präsent. Also hier ändert sich vieles. Andere Darstellungen, die sich mit den Tugenden Ottos des Großen beschäftigen, als wichtiges Bild oder wichtiges Bildmotiv, Darstellungsthema wäre zu nennen die Vergebung an Heinrich. Also Ottos Vergebung an Heinrich, an seinen Bruder. Andere Szenen der Vergebung, wie zum Beispiel die Vergebung an den Sohn Liudolf, werden auch dargestellt. Und in diesen Bildern werden ganz andere Herrschertugenden sichtbar, sehr viel mildere Tugenden. Der Fokus liegt auf der Versöhnung und vor dem Hintergrund der aktuellen Situation ist es sozusagen, sind es Bilder, die sozusagen die idealtypischen, den idealtypischen Herrscher visualisieren und dadurch Exemplar liefern für den Betrachter. Und es gibt aber auch ganz konkrete Darstellungen oder andere Darstellungsthemen mit einem ganz konkreten Aktualitätspotenzial. Zu nennen wäre der Speerwurf. Eine Legende ist die Grundlage dieser Darstellungen. Auf diesen Bildern ist Otto der Große zu sehen, wie er seinen Speer in den Ostsee wirft bei Jütland. Im Hintergrund dieser Bilder stehen die Konflikte zwischen dem Deutschen Bund und dem dänischen Königreich. Es ging um Schleswig und Holstein und um die Zugehörigkeit von Schleswig und Holstein. Und 1863 eskalierte dieser Konflikt und entsprechend wird diese Legende aufgegriffen, also die Konflikte Ottos des Großen mit den Wikinger. Und dieses Ereignis verbreitet sich sehr schnell und wird sehr oft als Illustration zum Beispiel benutzt in Büchern.
Vielleicht können Sie noch ganz kurz darauf eingehen, was es mit diesen Vergebungsnotwendigkeiten auf sich hat. Also es gab ja zwei, die erwähnt wurden, einmal Heinrich und dann noch ein Sohn von Otto. Was war denn dafür der Hintergrund? Ja, gerade am Anfang der Herrschaft Ottos des Großen war es nicht konfliktarm für ihn. Der Sohn Liudolf hat einen Aufstand angezettelt, ebenfalls Heinrich der Bruder. Und dieser Aufstände konnte Otto der Große schlichten bzw. niederschlagen. Und er hat sich sogar zweimal mit seinem Bruder Heinrich versöhnt. Und interessant ist, dass ein Gemälde von Alfred Rethel 1840 entstanden als Auftragswerk für Frankfurt, für den Frankfurter Rathaus. Das Bild wurde wahrscheinlich anlässlich des Jubiläums sozusagen in Auftrag gegeben, denn die Versöhnung fand auch 1841 statt. Und 1840 erfolgte dann dieser Auftrag mit dem entsprechenden Bildthema. Also hinter diesem Bild kann man so einen Hintergrund ahnen, aber ganz konkret kann man die Auftragsbedingungen in allen Fällen dann auch nicht unbedingt ermitteln. Um vielleicht doch die historische Ebene noch mit reinzunehmen, oder zumindest die mittelalterliche Ebene mit reinzunehmen, die Lechfeldschlacht 955 ist mit Sicherheit ein durchaus bekanntes Ereignis, aber vielleicht können Sie auch dazu noch ein, zwei Sätze verlieren, um die Hörerinnen und Hörer mitzunehmen, die jetzt mit der Lechfeldschlacht vielleicht nicht so viel verbinden können, denn die ganze Problematik der Ungarn war ja durchaus ein präsentes Phänomen im frühen 10. Jahrhundert. Also das Ungarn-Motiv ist sozusagen ein sehr starkes, sich auch durch die Geschichtsschreibung ziehendes Motiv. 955 hat Otto nachweislich hinter sich wissend alle Großen des Reiches hinter sich eben ja gesammelt, um die Ungarn auf dem Lechfeld bei Augsburg zu schlagen. Das wird ja als eine wichtige als ein wichtiges Ereignis auch in seiner Herrschaft gesehen, um dann ja in der Geschichtsschreibung, also in der mittelalterlichen Geschichtsschreibung wird dann sehr schön erzählt, was dann die Anwesenden dort eben taten. Sie riefen dann aufgrund dieses Sieges Otto als Pater Patriae aus, das heißt also, er war Vater des Vaterlandes, hatte damit offenbar dann schon vieles beisammen, was ihn dann zur Kaiserkrönung brachte. Und dieses Ungarn-Problem, das ist deshalb so wichtig, war ja schon seit geraumer Zeit, also das ist ja nicht erst Otto, der sich damit befasst, sondern das ist längst im 9. Jahrhundert schon der Fall, dass immer wieder große Überfälle gerade den heutigen süddeutschen Raum erfassten, aber das ging genauso bis nach Frankreich hinein, sodass das auch innerhalb der damaligen Gesellschaft zu starken Erschütterungen führte und auch das Problem klar machte, dass man diese Ungarn, diese Reitervölker auch irgendwie ja zähmen musste oder zurückkämpfen musste. Und Ottos Vater Heinrich hatte das selber auch schon geschafft bei einem Sieg bei Riade an der Unstrut. Und Otto schafft es nun dauerhaft, diesen Konflikt zu lösen. Das wird also auch in der Geschichtsschreibung immer so ganz stark und groß gesehen. Später wird daraus eben ein großer nationaler Sieg. Also im 19. Jahrhundert hat man diese Ungarnschlacht natürlich seinerseits genutzt, um damit auch ein Stück weit deutsche Identität darzustellen, wie man das also geschafft hat. Und Otto wird damit als ein großer, ich sag mal auch Gründervater dieses Deutschen Reiches gesehen, der also nach außen hin die Befriedung herbeiführte. Und dann war diese Ungarnschlacht da ein sehr wichtiges Beispiel dafür. Lokal hat sich das eigentlich bis heute gehalten. Also die Ulrichswochen in Augsburg thematisieren das ja nach wie vor. Den Bischof Ulrich hat ja Frau Zender schon angesprochen. Er ist ja ein Zeitgenosse Ottos, hat ihm auch beigestanden in diesen großen Streitigkeiten, die Frau Zender angesprochen hatten, die gerade Ottos Frühzeit ja beeinträchtigt hatten. Da war der Ulrich also einer derjenigen, der die Herrschaft Ottos in dem bayerischen Gebiet repräsentierte, aber auch durchsetzte. Und er griff auch selbst zum Schwert 955 gegen die Ungarn, sodass also im Lokalen Otto in Augsburg vor allem mit dem
Ulrich da sehr stark verbunden ist. Und das ist im Übrigen dann auch eine Komponente, wie sie nach dem Zweiten Weltkrieg wieder rausgeholt wird. Dann in der Zeit des Kalten Krieges wird Otto, wird auch Ulrich und die Ungarnschlacht auf dem Lechfeld immer gerne auch thematisiert, wenn es jetzt darum geht, den eisernen Vorhang zu thematisieren, darzustellen. Also die Gefahr aus dem Osten wird da sozusagen beschworen. Und der Umkehrschluss konstituiert sich da dann schon auch in der Zeit der 50er Jahre noch ein gemeinsames Abendlandgedenken, das also durch Otto und Ulrich geschaffen worden sei. Das ist also eine ganz interessante Komponente, wie da die Geschichte des Mittelalters in die Gegenwart wirkte. Und das ist ganz stark, ja, in konservativen Kreisen zu greifen. Also da bin ich jetzt politisch eher bei der CDU, aber eben auch bei dem Katholizismus. Diese Gruppen, diese sehr stark konservativen Gruppen, die thematisieren genau diese Fälle und vergegenwärtigen Otto dann in dieser Hinsicht mit dem Ulrich und der Augsburg-Schlacht. Damit ist ja schon ein bisschen angesprochen, dass also die Bilder, die ausgewählt wurden, auch für die Ausstellung, mit einem bestimmten Hintergrund natürlich Otto darstellen, also in gewisser Weise etwas auf ihn projizieren oder ihn zweckdienlich einsetzen. Identität war jetzt so ein Stichwort. Wie ist das denn, wenn man jetzt diese Bilder, die Sie für die Ausstellung ausgewählt haben, eben der Reihe nach sozusagen vor dem inneren Auge Revue passieren lässt? Gibt's da eine Tendenz von den sehr frühen Darstellungen zu den aktuellsten hin, die sich beobachten lässt? Werden da andere Dinge ins Zentrum gerückt oder gibt's da eine gewisse Kontinuität? Hat man Otto immer für Identitätsbildung zum Beispiel verwendet? Oder wurden da auch ganz andere Dinge auf ihn projiziert? Ich glaube, Herrschaftslegitimation ist noch ein weiteres Schlüsselwort, was jetzt vielleicht ein ganz anderes Thema anspricht. Und das passierte dann auch zu unterschiedlichen Zeiten. Dieses Beispiel, was ich eingangs erwähnt habe mit Roswitha von Gandersheim, wo sie auf einem Blatt, das als Illustration für die Neuausgabe ihrer Schriften diente im frühen 16. Jahrhundert, ist Roswitha von Gandersheim kniend vor Otto dem Großen zu sehen. Diese Komposition wird dann nochmal wiederholt, in einer, also wirklich zum Verwechseln ähnliche Komposition kehrt es nochmal zurück. Nur dann ist nicht mehr Roswitha von Gandersheim und Otto der Große zu sehen, sondern Zeltis, der Herausgeber, und vor ihm der sächsische Kurfürst. Insofern eine doppelte Parallele. Roswitha von Gandersheim wird gleichgesetzt mit dem Humanisten und Otto der Große mit dem Kurfürsten. Und darin ist, glaube ich, eine ganz klare Herrscherrepräsentation zu sehen und auch ein Legitimitätsanspruch. Denn der sächsische Kurfürst war erst vor kurzem, glaube ich, zu diesem Kurfürstenrang gekommen. Deswegen bedarf es auch dieser Legitimation. Und die heutigen Themen, vielleicht ist es auch ganz interessant, die wirklich aktuellste Bilder anzusprechen. Moritz Götze wäre dabei besonders hervorzuheben. Der Hallenser Künstler beschäftigte sich mehrfach mit Otto dem Großen. Ein mehrteiliges Bild von ihm wurde jetzt neu im Kaiser-Otto-Saal aufgestellt. Aus vielen emaillierten Metalltafeln setzt sich das Bild zusammen, das zurückgeht auf das Wandbild, auf das mittlere Wandbild von Arthur Kampf, das als festes Bild im Kaiser-Otto-Saal zu sehen ist und im Jahr 1906 entstand, in dem Jahr, wo auch das Gebäude des Kulturhistorischen Museums errichtet wurde. Also bei der aktuellsten Rezeption Ottos des Großen geht es vielleicht, also sicherlich auch um die historische Figur, aber da werden tatsächlich auch Kunstwerke rezipiert und nicht nur der Herrscher. Wir hatten in Bezug auf Otto besprochen, dass seine Tugenden, also beispielsweise die Gnade und die Vergebung, in den Fokus gerückt werden, dass die Lechfeldschlacht eine besondere Bedeutung hat. Aber wie sieht es aus? Er ist ja auch dann wieder zum römisch-deutschen Kaiser gekrönt worden, hat eine längere Phase des Interregnums, also des
nicht besetzten Kaisertums überbrückt und gilt nicht zuletzt deswegen ja auch als eine Art Gründer des Deutschen Reiches bzw. des Heiligen Römischen Reiches. Spielt das in den Bildern des 19. Jahrhunderts eine Rolle oder findet diese Kaiserkrönung keinerlei Rezeption und Abbildung? Also in den Bildern kann ich es gar nicht sagen. Also in der Geschichtsschreibung definitiv, aber ich weiß gar nicht, Frau Zender, ob das in den Bildern eine Rolle spielt? In den Bildern wird es eigentlich kaum Thema, was ziemlich überraschend ist. Ja, aber ich sage jetzt mal, in der Geschichtsschreibung ist das, was Sie jetzt sagten, sehr, sehr wichtig, denn das 19. Jahrhundert entdeckt ja im Grunde die Geschichtswissenschaft als solche. Und Mitte des 19. Jahrhunderts haben wir ja auch einen Quellenbestand, der das auch erstmal ermöglicht für eine breite Öffentlichkeit, aber auch für eine Gelehrtenschicht durch die MGH, die Monumenta Germania Historica, die ja die Urkunden auch unter anderem Ottos bereitstellte. Und auf dieser Basis setzt sich jetzt auch eine Auseinandersetzung mit Otto, setzt da auch ein. Also, und da haben wir Mitte des 19. Jahrhunderts einen recht populären, bis heute eigentlich bekannten Streit zwischen zwei Historikern, die sich also gerade um diese, sagen wir mal, deutsche Geburtsgeschichte bemühen und damit darüber auch streiten. Das ist einerseits der eher preußische Heinrich von Sybel und auf der anderen Seite der eher nach Süden tendierende Julius Ficker. Und beide streiten sich um diese Reichsgeschichte, um die Geburt des Reiches. Und das fängt ja mit Otto an. So wie Sie eben sagten, ist das ganz klassisch, dass man dann mit Otto anfängt. Und Heinrich von Sybel sagt uns letztlich in seiner Darstellung, dass all das, was Otto da in Italien macht, also dieses Streben nach der Kaiserkrone, der römischen Kaiserkrone, das ist alles verschenkte Energie gewesen. Das sei also alles sozusagen gar nicht im Sinne der Nationenbildung gewesen und habe letztlich dazu geführt, dass dann im Reich selber die Fürsten, die Grafen, also die Großen des Reiches gegen das Königtum aufbegehrten und damit Eigenmacht gewannen. Und das ist für ihn letztlich ein Defizit. Also er sieht Otto gar nicht positiv, sondern wirklich sehr, sehr stark negativ. Er sieht eher seinen Vater Heinrich als denjenigen, der im Grunde alles gut vorbereitet hat, eben nicht nach Rom schaute, sondern alles schön im Sinne der Nationenbildung vorbereitet hat. Julius Ficker seinerseits, der sieht das etwas anders. Er gibt den Hinweis, dass man doch eigentlich nicht mit modernen oder zeitgenössischen Kategorien auf Otto schauen sollte, sondern die Dinge mehr nach den Vorstellungen der Zeit bewerten solle. Aber auch er hat eine dezidiert nationale Sichtweise, indem er also dann auch deklarierte gegen Sybel, es war doch geradezu die Pflicht der Deutschen, die Verhältnisse in Italien zu ordnen. Und das bezieht sich historisch auf dieses große in Unruhe befindliche Papsttum unter Johannes den 12., unter den großen Anfeindungen, die Beringer in Italien tätigte. Und da sagt eben der Julius Ficker, das musste doch notwendigerweise durch Otto geregelt werden und er wurde auf dieser Art und Weise zu einem Schützer der höchsten Würde der Christenheit. Und er resümiert dann, natürlich konnte man auf dieser Basis kein Weltreich schaffen, so wie das Frankreich und Großbritannien zum Beispiel erreichten, aber wie gesagt, es war sozusagen ein edles Denken der Aufgabe der Deutschen, das dann zu lösen. Und dieser Konflikt, diese Ficker-Sybel-Kontroverse, wie sie ja auch in der Forschung heißt, die hat dann auch das gesamte 19. Jahrhundert durchzogen, eigentlich bis ins 20. Jahrhundert hinein, in dem dann auch Gestalten wie Georg von Below als großer Staatshistoriker und Staatsforscher Heinrich von Sybel eher zuneigte und eben auch diesen Italienbezug, der durch Otto vorgegeben ist, immer wieder kritisierte. Aber wir haben da auch eine unheimlich differenziertere Meinung, etwa durch Johannes Haller oder auch Karl Hampe, die wiederum gerade diese Staatsvorstellung der Moderne da nicht drin sehen wollten, sondern eher die Zeit aus sich selbst heraus verstehen wollten. Also ein Karl Hampe, der auch sehr populär noch nach dem Zweiten Weltkrieg war, hat seinerseits eben auch sehr schön herausgearbeitet, dass nationalstaatliche Standpunkte der Gegenwart eben nicht dazu dienen sollten, eine historische Würdigung solcher Figuren wie Otto vorzunehmen. Ganz im Gegenteil sagt er eben, man muss das auch, ganz wie das eben der Julius Ficker auch schon sagte, eben aus den Gedankenwelten der Zeit heraus verstehen. Aber auch da
muss man wieder kritisch gegenüber Hampe natürlich sagen, dass auch er dann auf dieser Basis zwar sagt, dass das notwendigerweise war, dass Otto da nach Italien zog, aber auch er sagt dann natürlich, dass das wieder eine Aufgabe Ottos war, die sich auch mit dem Deutschtum verband und auch entsprechende Kulturwerte hervorbrachte. Also Sie sehen daran, dass natürlich dieser Nationalismus hier feine Nuancierung hat. Es läuft also nicht alles automatisch auf den Nationalsozialismus hin. Aber die Nationalsozialisten sind dann natürlich auf solche Argumente auch eingestiegen, haben sie für sich genutzt. Aber das, was ich jetzt sagte, will ich ja eher im Sinne einer konservativ, vielleicht auch national-liberalen, national-konservativen Sicht deuten. Und das hatte in der Literatur dann großen Einfluss. Wenn man dann auch Wilhelm Giesebrecht zum Beispiel sieht, der bis in die weiteren Bevölkerungsschichten durch seine Handbücher, durch seine geschichtlichen Handbücher auch wirkte. Also das war ein Stück weit ja Gemeinschaftswissen und man stritt darum, ob eben dieser Italienbezug nun die Nationenbildung verhindert habe oder im Gegenteil notwendig war und damit auch kulturellen Reichtum brachte nach Deutschland. Ne? Und ja, das sind so diese großen Probleme, die man bis weit dann noch in die Nachkriegszeit diskutierte in Verbund mit Otto. Aber um das auch mal zu resümieren, er war jetzt nicht die große Gestalt, der man sich jetzt hinwandte in der Geschichtsforschung. Also das, was ich jetzt illustrierte, war sozusagen eigentlich der Hauptgegenstand, die sich mit Otto in der Geschichtsschreibung oder in der Geschichtswissenschaft verbanden. Also zu der Ausstellung lässt sich vielleicht mit Blick auf die Krönung so viel sagen, dass wir eine einzige Darstellung mit dieser, mit der Krönungsszene aufgenommen haben, weil es eben auch nicht so viel zu finden ist zu diesem Darstellungsthema. Und die Krönung war, man muss vielleicht auch sagen, eine Szene, wo Otto den Großen mit seinen Alleinstellungsmerkmalen kaum darstellen konnte. Deswegen war es für die bildende Kunst sicherlich nicht die attraktivste Szene. Für mich als Nicht-Kunsthistoriker, was meinen Sie konkret damit, wenn Sie sagen, dass er quasi nicht mit seinen Eigenschaften da einzeln darzustellen ist? Krönungsszenen sozusagen werden einfach nur auf der, wegen der standardisierten Zeremonie und Ausstattung können halt sehr pauschal wirken. Insofern sind Herrscher, Herrscherinnen an der Stelle zumindest in ihrer Wirkung austauschbar und das, da lauert sozusagen die Gefahr für die Darstellung. Spannend, den Aspekt auch noch mit reinzunehmen und das zeigt ja auch sehr schön auf, wie verschiedene Disziplinen wie die Kunst oder auch die Geschichtswissenschaft sich einer Figur wie Otto nähern können. Und Herr Bütow, Sie haben jetzt weit ausgeholt, um diese Kontroverse in der Geschichtswissenschaft darzustellen, haben aber zum Schluss auch gleich wieder relativiert, dass das auch die quasi einzige Auseinandersetzung mehr oder weniger mit Otto war oder die einzig größere. Und in Bezug auf die Kunst hatten wir ja auch schon gesagt, dass er vielleicht hier gar nicht so die Bezugsperson war. Wenn wir jetzt auch nochmal auf die Exponate in der Ausstellung blicken und mit dem, was wir im Vorhinein uns schon ein wenig erarbeitet hatten, dass Otto natürlich einen gewissen Bezug zu Magdeburg und der Region hatte, ist es denn nun auch so fürs 19. Jahrhundert, dass Otto quasi ausschließlich für die Region um Magdeburg eine Projektionsfigur war und im restlichen Deutschland, im Deutschen Reich gar nicht so die Rolle gespielt hat, was dann womöglich auch nochmal unterstreicht, dass er hier nicht so die Bezugsgröße war. Also ist es vor allen Dingen ein regionales Phänomen, Otto darzustellen im 19. Jahrhundert? In der Ausstellung haben wir Taten von Otto dem Großen im Fokus, aber wir beginnen mit wenigen Einzeldarstellungen. Und zwei dieser Einzeldarstellungen sind jetzt mit Blick auf Ihre Frage dann doch ganz relevant. Am Ende des 19. Jahrhunderts wird das Reichstagsgebäude in Berlin errichtet und ein Regensburger Künstler, Rudolf Meissen, schafft eine riesige Bronzeskulptur Ottos des Großen für die südliche Eingangshalle des Reichstags. Ein Bronzemodell für diese große Skulptur haben wir in der Ausstellung stehen
Und interessant ist, dass Otto der Große mit den Gesichtszügen von Bismarck dargestellt wird. Allerdings geht es da an der Ort und Stelle jetzt nicht primär um Otto den Großen, denn er ist Teil einer Herrschergalerie und er ist eine der insgesamt 8 Figuren. Und eine zweite Darstellung, da spielt Magdeburg wieder keine Rolle, da handelt es sich auch um die Ausstattung des Frankfurter Römers. Dort ist Otto der Große ebenfalls als Teil einer Herrschergalerie abgebildet. Also nicht als Einzelperson mit dem Fokus auf seine Taten, sondern als Teil der Universalgeschichte oder der deutschen Geschichte in diesen Fällen. Und in Magdeburg oder in Sachsen-Anhalt kann man vielleicht tatsächlich darüber sprechen, dass dort Ereignisbilder einfach häufiger vorkommen, vor allem aufgrund von dieser Stiftungstätigkeit. Ja, also das sind lebhafte Bilder, aber natürlich kann man nicht davon ausgehen, dass Otto der Große nur in Magdeburg eine Relevanz hat. Also in Frankfurter Römer gibt's noch eine weitere Darstellung, die ich bereits schon angesprochen habe. Die Vergebungsszene, also die Vergebung Ottos an Heinrich, wurde auch dort in Auftrag gegeben. Also es gibt überall ein bisschen was. Ja, und auch wenn man davon ausgeht, was gehört zur deutschen Geschichte dazu, was wird unterrichtet, dann ist auch Otto da natürlich eine wichtige Figur, was die Lehrbücher angeht, aber auch das allgemeine Gesellschaftswissen kennt Otto, weil er, Sie haben es ja auch schon selbst und wir haben es ja auch schon vielfach gesagt, eben am Anfang dieser großen Geschichte der Herrscher gilt. Also er ist schon bekannt. Und um Ihre Frage vielleicht auch nochmal wieder in Bezug auf Magdeburg zu spielen, natürlich hat er Magdeburg aber auch im sächsischen Sprachraum, im sächsischen Geschichtsraum natürlich eine herausgehobene Stellung, so wie Karl vielleicht in Aachen eine ganz große Rolle spielt oder Heinrich der Löwe in Braunschweig. Also natürlich, das muss man immer sagen, dass die Lokalkräfte ihre großen Herrscher besonders vergegenwärtigten. Und für Magdeburg gilt das allemal und das ist nicht erst eine neuzeitliche Erfindung, sondern das geht weit ins Mittelalter zurück, weil man sehr viel an Recht und an Identität von Otto herleitete. Und das sieht man ja auch sehr schön in unserer Ausstellung in Magdeburg, denn ein Exponat, glaube ich, haben wir noch gar nicht erwähnt, was eigentlich immer in Magdeburg steht, aber was auch ein zentrales Teil dieser Ausstellung ist. Das ist nämlich der Magdeburger Reiter aus dem 13. Jahrhundert. Und wir wissen, dass die lokale Magdeburger Bevölkerung im Mittelalter diese Standfigur als Otto identifizierte, obwohl das natürlich historisch nicht belegt ist. Wir haben ja keine Künstlermeinung dazu, aber sie wird mit Otto identifiziert und damit zeigt sich ja schon, dass Otto hier als große Figur der Stadtgeschichte eben eine große Stellung auch besaß. Und letztlich, vielleicht das noch so am Ende dieser Frage, das Mittelalter hatte hier natürlich eine wichtige Rolle gespielt, auch was die Erinnerungskultur angeht. Und das sehen Sie zum Beispiel in Merseburg, da hat sich aus dem 10. Jahrhundert, Ende des 10. Jahrhunderts ein Sakramentar erhalten. Da steht Otto als der große Kaiser eben drin. Also das ist das Gebetsgedenken, was am 7. Mai stattfinden sollte. Und damit haben die Merseburger bzw. diejenigen, die den Gottesdienst besuchten, Otto immer vergegenwärtigt. Und diese Sache, die ist nicht isoliert zu sehen. Wir wissen ja auch, dass zum Beispiel Adelheid in Pavia ein Otto-Memorial einrichtete. In Quedlinburg hat man seiner gedacht, auch in Wahlbeck hat man seiner gedacht. Also das hat im Mittelalter schon eine enorme Ausbreitung erlangt zwischen dem Reich, zwischen Italien. Und da waren die Familienmitglieder, allen voran auch die Frauen, groß dran beteiligt. Und das wirkt eigentlich bis heute, wenn Sie so wollen, nach, indem da immer wieder drauf aufgebaut wurde. Das war doch zum Abschluss nochmal ein schöner Rundschlag, zum einen durch die Jahrhunderte, aber auch ein bisschen durch die Regionen von Deutschland, wo und in welcher Form Otto Relevanz hat, beziehungsweise wo er auch in gewisser Form als Identitätsfigur fungieren kann. Wenn man nun Lust bekommen hat, Ihre Ausstellung zu besuchen, dann kann man das nach meiner Information noch bis zum 8. Oktober 2023, also hat da sicherlich noch ein bisschen Zeit.
um mal nach Magdeburg zu fahren und dort nicht nur ins Kulturhistorische Museum Magdeburg zu gehen, sondern wir haben ja auch noch andere Kultureinrichtungen Sachsen-Anhalts angesprochen. Also da bietet sich sicherlich einiges an. Die entsprechenden Links dazu geben wir natürlich auch in die Shownotes. Also da könnt ihr euch zu Hause nochmal ganz in Ruhe informieren, wann, wo, wie, was geöffnet hat und wie ihr am besten eure Reise nach Sachsen-Anhalt plant. In diesem Sinne, ja, darf ich mich bedanken bei Frau Zender und Herrn Bütow, dass sie zum ersten Mal oder auch zum wiederholten Mal mit hier bei Epochentrotter dabei waren und mit uns über die Geschichtsbilder Ottos gesprochen haben. Ja, herzlichen Dank für die neuerliche Einladung und vielleicht ist es ja nicht das letzte Mal gewesen. Ja, danke für die Einladung. Damit auch von meiner Seite nochmal vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier mit uns über die Ausstellung und über Otto und seine Frauen zu sprechen. Und damit wünsche ich euch da draußen eine gute Zeit. Macht's gut, bleibt gesund und ciao, ciao. Ganz entlassen seid ihr natürlich noch nicht. Ihr könnt Epochentrotter unterstützen. Aktuell läuft nämlich noch die Abstimmung zum Deutschen Podcastpreis. Da sind wir beim Publikumsvoting dabei. Und mit zwei ganz einfachen Klicks könnt ihr uns da eure Stimme schenken. Auch da geben wir das entsprechende an Informationen in die Shownotes. Ansonsten findet ihr uns auf Facebook und Instagram, jeweils unter Epochentrotter. Wir freuen uns auch jederzeit über Feedback und Kritik, da entweder über die Direktnachrichten oder auch einfach als Mail an kontakt@epochentrotter.de. Und wenn ihr kein Social Media habt, dann ist das auch kein Problem. Dann schaut einfach auf unserer Webseite epochentrotter.de vorbei. Und ja, mir bleibt damit auch nur noch zu sagen, macht's gut und ciao, ciao.